Und damit begrüße ich euch zur letzten Folge mit Jan Ullrich. Also die Karriere des Jan Ullrich wird heute, ich hoffe, auf dem Höhepunkt zu Ende gehen. Wir sind hier jetzt auf der letzten Bergetappe. Und ja, ich habe das letzte Mal schon meinen Lobgesang auf Jan Ullrich gemacht. Nicht auf den gedopten Radsportler oder sonst irgendwas, sondern auf den Menschen Jan Ullrich, den ich immer sehr zu schätzen wusste. Und deswegen feiere ich ihn auch hier in solchen Let's Plays immer noch. Und das ist halt eines meiner Kindheitsidole, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. So, wir sind im Col d'Aubisque drin. Heute mal eine etwas andere Taktik. Ich habe mir gedacht, komm, was sollen wir da immer hinterherfahren, beziehungsweise dann eben auch nicht hinterherfahren. Wir haben jetzt mal entweder Richtung Etappensieb. Etappensieb ist aber auch schön. Etappensieg, Daniel Felipe Martinez vorne platziert. Falls er das nicht schaffen sollte, dann können wir ihn zurückholen und vielleicht dann nochmal als Relaisstation für Jan Ullrich benutzen. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Ich glaube, teamtaktisch sind wir inzwischen schon auf einem sehr, sehr guten Level. Da gibt es natürlich immer überall nochmal ein paar Prozent zu verbessern. Da kommt jetzt Ben Turner mit einer Attacke. Aber ich glaube, wir sind bereit für die Legendentour, die wir wahrscheinlich nicht gewinnen werden. Aber das wäre ja auch gar nicht so schlimm, wenn wir dort scheitern würden. Das macht das Ganze dann auch wieder ein bisschen fresher. So, Tempo ist jetzt gerade richtig hoch durch die Tempoverschärfung da von Turner. Will Turner, weiß man ja, aus Fluch der Karibik, inzwischen bei Ineos. Stiefelriemen Bill, sein Vater. Entschuldigung, ist es noch früh am Morgen. Meine Stimme ist jetzt gerade noch nicht so ganz fit. Heute fahre ich dann gleich zu meinem Papa. Da wird ein bisschen Bundesliga geschaut. Geht jetzt ja endlich wieder, seitdem mein Papa hier in München wohnt, einfach mal schnell vorbeischauen und sich den ersten Heimsieg von Schalke zum Beispiel anschauen. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil Union einfach mega gut drauf ist. Aber macht ja nichts. Schauen wir mal. Vielleicht Wunder gibt es immer wieder. So, grüne Trikot, Tadej Pogacar vorne. Das ist unser größter Konkurrent. Roglic ja schon noch ein bisschen weiter abgehängt. Also Konkurrenz ist sowieso relativ schwach. Hier am Col d'Aubisque wird Ineos jetzt das Ganze mal ein bisschen übernehmen. Vorsprung nur 1,47, also ausgerechnet, wo wir Martinez heute mit reingeschickt haben, macht das Hauptfeld von Beginn an richtig Tempo. Hätten wir, wie gesagt, vielleicht schon früher mal machen sollen, so als kleine Teamtaktik, damit vorne eben keine riesigen Lücken entstehen. So, 75 Fahrer sind hier nur noch drin. Da sieht man schon, der Regenerationswert bei einigen ballert hier enorm. Ulle fährt ein bisschen weit vorne. Es gibt gleich noch eine Verpflegungszone nach dem Berg, also das blaue Gel können wir den Fahrern hier auch geben. Ich würde sagen, wir skippen mal den Großteil des Berges, hier wird nicht viel passieren. Ineos ballert und ich hoffe, dass Martinez dann sich trotz allem noch ein bisschen eine Lücke rausfahren kann, weil mit 1,34 ist auch mit Relaisstation nicht viel her. Ich habe Martinez vorne nochmal attackieren lassen, weil die Gruppe sonst eingeholt worden wäre. Da sehen wir schon die Gruppe Ciccone, Valentin Madouas und auch ein Fahrer von DSM ist da noch mit dabei. Weiß nicht, ob das Arensmann ist. Ja, mit der 181 war relativ klar, dass Bardet ja inzwischen bei uns im Team ist. So, der Vorsprung jetzt auf 1,19 gestiegen. Martinez stiefelt vorne rüber, wird sicherlich dann bald Pierre Latour noch an die Seite bekommen. Er kann auch mal das blaue Gel jetzt nehmen. Mit Ulle haben wir es auch schon genommen. Ist ja auch wichtig, dass man das blaue Gel jetzt nicht bis zum letzten Moment aufhebt, weil je kleiner eben dieser blaue Balken, der jetzt gerade abfließt, ist, desto eher wird eben auch das Maximale weniger. Also man sieht ja, da wo der blaue Strich ist, da ist ja quasi das maximale Blaue, was man haben kann. Und je geringer der Balken ist, desto eher nimmt das Maximale ab. Hat man das verstanden? Ich glaube schon, deswegen habe ich mir angewöhnt, das blaue Gel auch immer ein bisschen früher zu nehmen, damit die Fahrer eben gar nicht erst so richtig tief runtergehen. Aber lässt sich natürlich auch bei hohem Tempo nicht vermeiden. Hier sind noch 61 Fahrer drin. Die Regenerationswerte sind ziemlich im Keller bei den meisten Fahrern. Die Sprinter sind schon lange weg. Hab ja gesagt, dass man im Sprint eigentlich auf den letzten Etappen auch mit einem guten Fahrer, mit einem ordentlichen Antritt, ja danke Jonas, die Etappen durchaus gewinnen kann. Und die Gruppe hier wird immer kleiner werden. So, Ineos macht da jetzt eine Straßenblockade. Gehören auch zur letzten Generation anscheinend. Okay. Jo, ist mir ja nur recht, ne? Martinez ist vorne raus. Jetzt hat Hart gerade nochmal das Signal bekommen. Junge, geh Radl fahren.
1,36 der Vorsprung. Martinez allerdings mit 55 Sekunden vor Pierre Latour. Der hat jetzt diese Gruppe zerstört. Vielleicht kommt im nächsten Anstieg ja nochmal jemand dazu, aber hier hinten sind, glaube ich, auch alle so am Anschlag, dass da nur relativ wenig geht. Wir können uns jetzt hier nochmal ein paar Bergpunkte abstauben. Am Dubisque. Einfach nur so, damit wir da in der Wertung nochmal ein kleines bisschen nach vorne kommen. Wout van Aert ist immer noch an unserer Seite. Der war jetzt auch gerade genau in dem Moment platt. Wir schauen mal ganz kurz rein. Verpflegungszone gibt es dann gleich. Das rote Gel würde ich dann vorher auch noch nehmen. So, ich muss jetzt hier aber auch nicht schneller runterfahren, als es die Polizei erlaubt, gerade wenn der eigene Mann da vorne weg ist. So, Hamilton wird mich vorne aus der Kurve drängen. Ich habe es im Gefühl. So, wir halten den Laden hier in der Abfahrt einfach auf. Das ist meine große Qualität. Vorne sehen wir, glaube ich, eh nur Pierre Latour. So, Lewis Hamilton, der beim F1-Manager uns Probleme bereitet. So ein geiles Spiel, F1-Manager. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Langzeitmotivation ist. Ich habe ja schon mehrfach darauf hingewiesen. Mir macht es richtig Spaß. Ich bin natürlich noch nicht 100% drin. So wie wenn man sich hier die erste Folge vom Ulle Let's Play anschaut. Da sieht man auch noch richtig viel Luft nach oben. Und ich glaube, inzwischen sind wir taktisch wirklich gut. Auch gerade teamtaktisch sind wir gut. Da habe ich auch die Ressourcen, die einem hier zur Verfügung stehen, gelernt, ganz gut zu nutzen. Ich habe ja am Anfang immer gesagt, schade, dass einem das Team gar nichts bringt. Und das war definitiv nicht so. Das Team bringt einem sehr, sehr viel hier im Game. Man muss es nur irgendwie zu nutzen wissen. Und vielleicht nutzen wir heute ja Daniel Felipe Martinez richtig gut vorne in der Ausreißergruppe. Und es gibt nochmal einen Etappensieg für einen unserer Edelhelfer. So, los geht's mit dem Col d'Espondel. Schmale Straßen bedeutet, wir bleiben schön weit vorne. Auch wenn es ein bisschen mehr Energie vielleicht jetzt gerade kostet. Bernal hat heute wieder Bock, nutzt sein Team richtig gut. Wir haben Wout van Aert noch an der Seite. Unsere Jungs fahren da so ein bisschen im Mittelfeld rum. Hoffen wir mal, dass da jetzt keine Lücke reißt. Von Energielevel her sollten sie es eigentlich schaffen. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier jetzt nicht weggedrückt werden. Wenn man aus dem Sattel geht, wird man auch seltener weggedrückt. Muss man halt ab und zu mal ein bisschen mehr Energie investieren, aber es ist immer noch weniger Energie, die man damit aufwendet, als durch das Elende wegdrücken. So, Wout bekommt mal das... Na, nicht das Blau. Ja, doch, Blau kann er auch nehmen. Ist wurscht. Eigentlich wollte ich ihm das rote Gel geben. Aber Wout van Aert werden wir sowieso nur noch hier für diesen Anstieg benötigen. Und dann der Schlussanstieg, der wird es dann in sich haben. Ich glaube, nach Otakam sind wir gerade am Start, oder? Ja, genau, nach Otakam. Die Entscheidung der Tour, wo Jonas Vingegaard ja dann auch den Deckel drauf gemacht hat. Ist auch schon ewig her, die Tour de France jetzt gefühlt. Wo Elta ja schon am Laufen, wo Remco erstmal die Konkurrenz ein bisschen zerstört hat. Überraschend, man konnte es irgendwie schon auch ahnen. So, jetzt hat Wout eben kein rotes Gel mehr. Puh, das zieht aber richtig bei den Kollegen. Hallo? Ah, okay, er nimmt gerade noch das Blaue, deswegen darf ich nicht wechseln. Ist gerade noch bei der blauen Pille am Start, wie in der Matrix. Deswegen hätte ich ihm lieber erst das Rote gegeben, dann hätte er da jetzt nicht das Tempo rausnehmen müssen. Wir holen uns mal jemand anderen. Wer ist denn heute noch gut drauf? Wir holen uns mal Mikkel Landa nach vorne. Wout van Aert kann dann mehr oder weniger auch Feierabend machen für heute. So, Pogacar drängt sich da vorbei. Die Straßen sind super, super schmal. Da hole ich wieder meinen inneren Pep Guardiola aus mir raus. Wo ist Mikkel? Entschuldigung, die Frage ist natürlich, wann ist Mikkel? So, der Gag. Habe jetzt auch schon zum zweiten Mal, glaube ich, innerhalb von kurzer Zeit gemacht. Das tut mir auch irgendwie gar nicht leid. Für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben. Ich glaube, eine der besten deutschen Serien überhaupt. Dark auf Netflix ist jetzt auch nicht kein Geheimtipp, muss man sagen. Aber die war schon wirklich verdammt gut. Und ist eigentlich auch immer besser geworden. Aber man musste halt irgendwann auch studiert haben, um das Ganze noch zu verstehen. Ich kam mir vor wie der Typ von Kill the Boss, als er den Plan gemacht hat. Mit den Pfeilen, die überall hingehen. So, könnt ihr alle nicht mehr oder was hier los? Also ich fahre ganz bestimmt nicht, Leute. Mein Mann ist vorne. Jetzt nicht mein Ehemann, aber zumindest ein guter Mann. 4,6 Kilometer sind es noch.
Ineos hat da jetzt richtig Probleme. Schön allerdings, dass auf den schmalen Straßen Mikkelander überhaupt gar nicht nach vorne kommt. Jetzt übernimmt Groupama da vorne die Tempoarbeit. Coudu direkt neben uns. Thibaut Pinot auch noch als Helfer mit eingeteilt. Also Coudu kann sich wirklich nicht über ein schwaches Team beschweren. Das ist eines der besten Bergteams, was Groupama in den letzten Jahren zur Verfügung hatte. Valentin Madouas auch mit einer starken Tour de France. Ayuso ist abgehängt. Mich juckt es ein bisschen in den Fingern, mit Ayuso mal mit dem Vuelta-Line abzuspielen. Und ich liebe ja Juan Ayuso. Der ist hier im Spiel noch ein bisschen unterbewertet. So, was ist da jetzt passiert? Okay, alles gut. Kurz mal die Lücke gerissen. Jetzt sind hier nur noch 15 Fahrer dabei und keiner unserer Jungs. Ich habe es befürchtet. Ich habe es wirklich befürchtet. Keiner unserer Jungs hat es hier vorne in die Gruppe geschafft. Aber das Tempo wird hoffentlich gleich nochmal rausgenommen und die Lücke wird geschlossen. Die schmalen Straßen waren dann eben doch ein bisschen problematisch. Und jetzt hier alleine gegen alle zu fahren, das könnte dann schwierig werden, weil die alle noch Helfer mit am Start haben. Die Abfahrt ist lang. Hier wird jetzt auch gerade wieder rausgenommen. Wir müssten hinten wahrscheinlich mal einen opfern, der die Lücke dazu fährt. Wout van Aert nehmen wir auch nochmal mit rein. Dann versuchen wir da hinten wieder ranzukommen, weil wir brauchen die schon. Schlussanstieg ist lang. Auch wenn da Attacken kommen, würde ich da gerne hinterherfahren. Ansonsten versuche ich es natürlich gleich in der Abfahrt zu wuppen, dass die Gruppe hier wieder rangefahren wird. Und jetzt sieht man schon, der blaue Balken bei Ulle ist nur noch so circa ein bisschen über der Hälfte. Und schon nimmt auch der maximale blaue Balken ab. So, 21. oder ja, jetzt wird es doch schnell ein bisschen weniger, dachte ich. Die Gruppe O'Connor hat sich da jetzt abgesetzt hinten. Hier ist kein besonders hohes Tempo drin. Nur gar kein Fahrer. Doch, da ist Geraint Thomas, der da jetzt selber nach vorne geschossen ist. Alter Schwede. Geraint Thomas, du Maschine. Blaues Gel. Warten wir nochmal. Vielleicht ist das Tempo jetzt hier ja auch ein bisschen raus. Also bei Geraint Thomas warten wir, nicht bei Ulle. Und hinten die 36 Fahrer sind circa eine halbe Minute dahinter. Sieht jetzt nicht ganz so brutal aus, aber das wird sich schon irgendwie alles wieder zusammenrollen, spätestens in der Abfahrt. Martinez zieht das vorne sehr, sehr gnadenlos durch. 600 Meter sind es noch. Ich spare das blaue Gel bei Martinez, selbst wenn er da vorne jetzt noch einbricht. Vlasov ist hinterher gefahren, interessant. Aber auch schon mit 22 Minuten Rückstand. Völlig Bums, was der macht. Aber es wäre eigentlich eine ganz gute Geschichte, wenn Vlasov da vorne zu Martinez hinkommt. Vorsprung ist da jetzt auch relativ schnell geschmolzen, aber Martinez sollte gleich über die Kuppe sein. Und hier wird auch Tempo rausgenommen. So, Martinez holt sich die 10 Punkte, Carapaz macht hier noch ein bisschen Tempo. Und dann sind es hier auch wieder 45 Fahrer, alles gefixt, gar kein Problem. Blaues Gel wird gespart, sollte eigentlich passen. Geraint Thomas hat hier auch nichts mehr verloren auf den letzten Metern. Wir sind ja auch gleich oben, sind nur noch 600 Meter und dann haben wir volle Kapelle für den Schlussanstieg und wir werden da auch ein ordentliches Tempo reinballern. So, Vlasov mit 50 Sekunden dahinter. Geraint Thomas, nice. So, das wird eine sehr, sehr schwere Abfahrt, eine sehr, sehr steile Abfahrt, die häufig schon Probleme gemacht hat. Vom Spondell runter. Also wenn wir hier als erstes mal durchkämen, dann würden wir sogar abfahrtsmäßig den Abfahrtswert noch verbessern. So, die Kurve habe ich jetzt gerade natürlich völlig versteuert. Na gut, also ich kann mich auch einfach hinten dranhängen. Dann ist die Abfahrt für mich nicht ganz so schwer und dann sehen wir uns gleich kurz vorm Schlussanstieg wieder. Der letzte Anstieg der Tour de France steht an und mal schauen, was für uns zu holen ist. Alter Schwede, werden wir jetzt hier gerade durchgeprügelt. So, Tempo von Ineos vorne wird jetzt wahrscheinlich unten rein in den Berg wieder unfassbar hoch sein, so wie das immer ist im flachen Bereich. Da ballern die immer und wenn es dann steiler wird, dann haben sie keine Energie mehr. Wir haben unseren Telekom-Zug dahinter mal gespannt. Ich mache das jetzt mal weg. Wir sehen oben Daniel Felipe Martinez mit 3 Minuten Vorsprung. Dürfen wir jetzt aber gleich nicht vergessen, dass er auch das blaue Gel nochmal nimmt.
So, wir wollen hier in der vorderen Position bleiben. Guillaume Martin, Cofidis, Etappensieger bei der Vuelta mit Jesus Herrada. Auch sehr, sehr wichtig für Cofidis, die ja schon eine lange Durststrecke auch bei Grand Tours, gerade bei der Tour de France auch hatten. So, Ineos ballert hier richtig rein. Werden wahrscheinlich dann gleich die ersten Fahrer vorne rausgehen. 12 Kilometer sind es noch. So, wie gesagt, ich will nur nicht weggedrängt werden, deswegen gehe ich ab und zu mal aus dem Sattel. Port und Kruiswijk sind dort Kandidaten fürs Wegdrücken. Hat sich jetzt komplett den roten Balken kaputt gefahren. Wir schauen mal zu Martinez, der kriegt mal das blaue Gel. Vlasov nur noch 17 Sekunden dahinter. Ich glaube, es wird mit dem Etappensieg ohnehin sehr, sehr schwierig werden. Tempo, wie gesagt, unten rein wieder enorm hoch in den Berg. Bislang kommen wir unfallfrei durch. Wir haben auch immer noch Mikel Landa an der Seite. Wir können hier jetzt auch mal die blauen Gele schon verteilen. Haben wir es jetzt verteilt? Jetzt hat. Okay. Weil das wird eh schon kriminell. Rote Gele wären wahrscheinlich auch vernünftig. Da haben nämlich jetzt schon die meisten keinen roten Balken mehr. Vorsprung 1,42. Der wird so schnell klein, dass wir auch nichts mit Relaisstation wahrscheinlich nutzen können. Vorne mit Daniel Felipe Martinez. Das wird kompliziert. Haben die blauen Gele genommen? Sehr gut. Dann gibt es nämlich direkt die rote Pille hinterher. Und er nimmt auch mal ein bisschen blaues Gel. Müssen wir nicht jetzt sofort alles nehmen, aber wir haben es zumindest mal wieder drei Viertel aufgefüllt circa. So, Jonas Vingegaard, wie viele Fahrer sind hier noch drin? Immer noch 42 Fahrer, also das sieht jetzt noch nicht so selektiv aus. Da haben wir auch Julien Alaphilippe, den man hier im Game irgendwie kaum sieht. Schon lustig. So, wir fahren einmal voll auf hart drauf. Wir sind jetzt hier in diesem leicht flacheren Bereich. Das tut einigen Fahrern bestimmt auch weh. Miguel Angel Lopez haben wir da. Sind jetzt ein klein bisschen nach hinten durchgereicht worden. Und Ineos ballert und ballert und ballert hier rein. Das ist ein Wahnsinnstempo. Da müssen einige leiden. So, unter anderem eben auch unsere Jungs, die da leiden müssen. Romain Bardet. Ah, weil ich jetzt aus dem... Nein, nicht angreifen, Junge. Du bleibst mal an unserer Seite. Sind wir richtig hier ans Ende der Gruppe durch? Tadej Pogacar. Ach, Tadej Pogacar war da aber auch. Also... Jetzt nicht das ganz große Drama. Alter Schwede, also Ineos macht hier richtig, richtig Gas. 7 Kilometer sind es auch nur noch bis oben hin. Wir sind in keiner guten Position, um ehrlich zu sein. Da fällt jetzt Mikel Landa durch. Romain Bardet hat auch langsam seine Probleme. Jetzt geht vorne das Tempo weiter. Versuchen wir wieder in eine bessere Position. Oh, alter Schwede. Alter Vater. Das war ja der Komplettstopp. Das war der Komplettstopp. Und da müssen wir jetzt erstmal wieder in Schwung kommen. Also heute könnte es kompliziert werden mit Ulle. Nehmen wir jetzt nochmal blaues Gel. Unser Team ist ziemlich aufgebraucht. Jo, also heute könnte es kompliziert werden. Und das hat natürlich gerade richtig wehgetan. Jetzt fallen da die nächsten Fahrer raus. Sepp Kuss ist durch. Ulle ist auf sich allein gestellt. Martinez hätten wir noch, den wir jetzt dann doch noch irgendwie als Relaisstation nutzen könnten. Der kommt da jetzt nochmal. Der hätte auch noch das rote Gel an seiner Seite. Muss man nochmal kurz aus dem Sattel gehen. Also heute läuft es nicht so richtig gut. Vom Gefühl her, 5 Kilometer noch.
Tempo hier in der Gruppe. Ineos zerstört das ziemlich. Da haben wir auch von der Teamtaktik her, war das nicht so optimal. Bernal geht, Pogacar geht. Und jetzt haben wir niemanden zum Hinterherfahren. Außer uns selbst. Würde jetzt gerne hier zu dieser Gruppe hinkommen. Und mich dann an Pogacar einfach dranhängen. Weiß nicht, ob die Gruppe dahinter... Okay, da fährt Roglic die Lücke wieder zu. Hätten wir uns dann vielleicht auch sparen können. Jetzt ist hier Tempo raus. Martinez ist nicht mehr mit dabei. Ulle ist auf sich alleine gestellt. 3,7 Kilometer noch. Jetzt warten wir mal. Carapaz übernimmt. Müssten dann gleich wieder das Hinterrad haben. Bernal kommt, ist mir wurscht. Vingegaard fährt die Lücke wahrscheinlich eh wieder zu. Jetzt wird es hier nochmal richtig, richtig steil. Also die Attacke eben hätten wir uns, wie gesagt, sparen können. War mir aber unsicher, ob Vingegaard dann auch reagiert. Leute! So, da geht Vingegaard jetzt aber richtig durch. Bleiben mal im Sitzen. Vorne Egan Bernal, 2,6 Kilometer sind es noch. Vingegaard ballert da jetzt richtig. Jetzt ist er durch, oder was? Jetzt kommt Roglic, Pogacar. Puh, die sind heute nochmal gut drauf, die Jungs. Kann sein, dass Ulle hier dann doch nochmal ein bisschen sein blaues Wunder erlebt. Bleiben hier mal bei denen. Ich will da jetzt nicht großkotzig werden. Wenn Bernal die Etappe gewinnt, ist okay. Aber wir mussten ja nur hier die Attacke kontern. Da kommt nochmal Pogacar. Ja, aber die können nicht mehr. Pogacar geht da jetzt nochmal. Was macht Roglic? Roglic kann da noch mitgehen. 1,2 Kilometer sind es noch. Pogacar geht schnell durch, aber nicht so mega schnell. So, ist nicht mehr weit. Zu Egan Bernal werden wir vorne nicht mehr hinkommen. Aber den haben wir auch ein bisschen fahren lassen. Mit Absicht. Dann werden wir hier Zweiter und distanzieren dann wenigstens die Konkurrenz nochmal ein bisschen. Und natürlich der Tour de France-Sieg. Wir freuen uns mit unserem Ulle, den wir von klein auf hier rangezüchtet haben. Spannendes Finale, aber man hat auch wieder gesehen, selbst mit einem kleinen taktischen Fehler, dass wir die Attacke da hinterhergegangen sind. Aber ich bin nervös geworden, weil ich nicht wusste, fährt Vingegaard da jetzt hinterher. Wobei wir mit fast 5 Minuten Vorsprung ja auch gar nicht hätten nervös werden müssen. Glückwunsch an Egan Bernal, der die Taktik von Ineos dann gut umgesetzt hat. Wir hätten vielleicht sogar das Hinterrad von Bernal mitgehen können und die Etappe gewinnen. Aber da habe ich jetzt einfach mal gegen die engeren Konkurrenten gecovert. Kann man auch sagen, jo, die Etappe hätten wir uns holen müssen, können, sollen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ulle holt sich hier den Tour de France-Sieg. Es gibt jetzt noch das 40 Kilometer Zeitfahren nach Rocamadour. Das ist allerdings auch nicht die ganz, ganz große Schwierigkeit. War aber ein schönes Duell hier immer mit Roglic und Pogacar. Ulle gegen die Slowenen und das wird sicherlich bei der Legendentour dann nochmal ähnlich laufen. Da sehen wir Egan Bernal in Weiß, in Gelb, in Grün und im Weltmeistertrikot. Also da ist auch keiner mehr in seinem normalen Teamtrikot am Start. So, das war die letzte Bergetappe mit Ulle. In diesem Let's Play die letzte Bergetappe. Ein Tränchen wegwischen, aber wie gesagt, die Legendentour kommt. Da ist Ulle ja quasi mit denselben Werten am Start, die wir jetzt hier auch haben. Und dann versuchen wir eben gegen auch 84, 85er Werte zu bestehen und vor allem natürlich auch mega starke Teams, wenn das Legendenteam mit Eddy Merckx dann da reinballert. Das wird heftig. Also 25 Sekunden verlieren wir auf Bernal. Wir machen aber nach hinten nochmal ein bisschen was gut. Ach, guck mal hier. Ich habe Gaudu hätte ich eigentlich auf die 5 geschickt, oder? Der ist dann nur 6. Simon Yates ist auf der 5. Starke Tour de France hier von Simon Yates. Wo man ja normalerweise die Uhr danach stellen kann, dass der an irgendeinem Tag einbricht. Das ist immer so bei den Yates-Brüdern. Die sind einfach
glaube ich, für 3 Wochen nicht so 100% gemacht von der Konstitution. Ja, so, jetzt geht's nach Kaor, 190 Kilometer, da versuchen wir nochmal den Sprintsieg mit Ulle zu holen, machen ein bisschen Tempoarbeit unterwegs und ja, wir versuchen einfach alle Etappen jetzt zu gewinnen, wie wir es immer tun. So, zur Belohnung dürfte heute Wout van Aert in die Gruppe. Vorsprung ist 1,22, 8 Kilometer. Das könnte also hier vorne für diese Gruppe tatsächlich reichen. Wir hängen uns da nur mal mit rein. Blaues Gel, ja, nehmen wir mal ein bisschen. Das bringt uns eh nichts mehr. Das Rote ist eher wichtig. Und da wir da so einen guten Zähigkeitswert mit Wout van Aert haben, sollte das im Sprint gut funktionieren. Maurice macht hier ein bisschen Tempo. Sagt jetzt aber auch, hey Leute, fahrt doch mal vorbei. Wir können noch mal kurz ablösen. Das sollte jetzt nicht die Welt sein. Solange wir den Vorsprung da halten, dann wird es kein Etappensieg für Ulle, aber vielleicht der Etappensieg für Wout van Aert, der so viel und so gut für uns gearbeitet hat. So, jetzt kann aber auch mal wieder jemand anders nach vorne fahren. So, 5 Kilometer Marke ist erreicht. Lass mich hier nochmal ein bisschen ans Ende der Gruppe zurückfallen. Da wird wieder geschimpft, also schön, wer hier alles mit dabei ist. Verschiedene Teams, Moscon, Van Avermaet, Maurice, Barguil, Skelmose, Arendsman, Van Gestel und De Marchi. Wahrscheinlich Van Avermaet und Moscon vielleicht die stärksten Konkurrenten jetzt im Schlusssprint. Müssen wir mal schauen. 3 Kilometer sind es noch, 1 Minute 6. Der Vorsprung, das reicht definitiv. Da müssen wir uns keine weiteren Gedanken machen. So, Greg Van Avermaet fährt da jetzt nach vorne. Hängen wir uns nochmal mit dran. 2,4 Kilometer. Das Hauptfeld sieht man wahrscheinlich da erst gerade so über die Brücke rüber. Van Gestel kommt. So, das rote Gel wird uns wahrscheinlich auch wenig bringen. Jetzt geht es dann hier gleich ins Finale. Und dann schauen wir, dass wir hier mit Wout das Ganze durchziehen. Da sollten wir eigentlich deutlich überlegen sein. Sind allerdings auch ein bisschen früher platt. Da sollte trotzdem keiner mehr kommen. Also Etappensieg für Wout van Aert. Hinten kommt Ulle. Ich weiß nicht, wo der gerade ist. Wahrscheinlich irgendwo im Wurstsalat. Upsa. Nein, nicht Mindestgeschwindigkeit halten. So, ich drücke durch, damit Ulle hier noch möglichst viele Punkte holt. Wir arbeiten uns nochmal nach vorne. Ist völlig egal. Craig van Avermaet. Wout van Aert holt sich den Etappensieg. Das ist doch schön. Dann hat eben auch nochmal ein anderer was gewonnen. Und wie gesagt, gerade hinten raus haben natürlich die Fahrer mit einem super Regenerationswert die besten Chancen. Da war die Konkurrenz auch sehr, sehr früh im Wind. Ja gut, müssen wir uns jetzt nicht nochmal anschauen. Ist unspektakulär. Wir machen gleich den Sprung zum Zeitfahren rüber. Schauen nochmal ganz kurz auf den Sieger der Etappe, die alle gleich aussehen. Es könnte Ulle sein. Es könnte Mikel Landa sein, es könnte einfach jeder Fahrer sein. Also da ist auch noch Luft nach oben, dass man die Fahrer vielleicht versucht, ein bisschen realistischer darzustellen. Aber ich glaube, das dürfen sie auch gar nicht. Weiß nicht, wie das mit den Lizenzen dann aussieht. Muss ja nicht wie bei FIFA oder so sein, dass es da fotorealistisch aussieht. Aber man sollte zumindest 5 verschiedene Gesichtstypen integrieren. Das wäre ja zum Beispiel schon mal ein Vorteil. Das hatte man ja sogar schon auf dem Nintendo 64, dass man das auswählen konnte. So, also Wout van Aert mit dem nächsten Etappensieg für Team Telekom. Wir springen rüber zum Zeitfahren. 40 Kilometer nach Rocamadour. Wird es der nächste Etappensieg von Ulle oder ist die Konkurrenz hier bei dem Zeitfahren normalerweise ja relativ stark? Schauen wir mal, was drin ist. He'll do his utmost to produce the best time and retain his jersey. Come on, let's give him a cheer. So, los geht's. Das letzte Zeitfahren des Jan Ullrich hier bei uns im Let's Play. Bei der Legendentour sind wir natürlich am Start. Ich sage das jetzt irgendwie dauernd so. Ich mache jetzt dauernd Werbung für die Legendentour. Also wir versuchen hier im letzten Zeitfahren der Tour natürlich den Etappensieg zu holen. Wobei ich glaube, Roglic und Pogacar waren auf dem Zeitfahren immer unfassbar gut und stark. Das wird schwer, das zu schaffen. 12:14, die erste Zeit. Im Ziel Wout van Aert vorne. Schauen wir mal, dass wir hier die Kurven auch gut nehmen. Gut durchkommen. Also erste Zwischenzeit Wout van Aert mit der 11:59. Richtig gute Zeit. Ich glaube, hier vorne hatten wir immer ein bisschen Probleme. Bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger durchgefahren. Hier können wir wieder ein bisschen schneller fahren.
Also der Parcours nicht super schwer, nicht super leicht. Hier müssen wir, glaube ich, auch einmal aus der Zeitverhaltung raus. Da will ich jetzt auch gar kein Risiko eingehen. Da wäre auch mehr drin gewesen. Ich kämpfe jetzt hier nicht um jede Millisekunde. Wie man hier auch gerade gesehen hat. Bergauf ist die Steuerung dann natürlich ein bisschen leichter bei geringerem Tempo. Aber es wird noch genügend Schwierigkeiten geben, wo wir ein bisschen Zeit verlieren können. Upsa. Kleiner Ruckler noch mit drin, auch besonders schön. So, nochmal ein bisschen Schikane. Das ist wirklich auch Schikane, was die hier machen. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, das ist wieder die Strecke, wo ich mich immer drüber geärgert habe, dass man nicht einfach mal eine gerade Strecke gebaut hat. So, ein bisschen in die Aerodynamik. Uiuiui, da haben wir ein bisschen Probleme. Da kommen wir nicht perfekt raus. So, und jetzt geht's in die Zeitverhaltung. Also das war alles andere als perfekt. Die 12:14, die erste Zeit. Schauen wir mal, wie viel wir da verloren haben auf die Konkurrenz. Pogacar mit der 11:54. Ulle kommt da mit leichtem Rückstand rein. Aber nichts Schlimmes. Boah, das war auch ein enges Höschen. Man kann hinten raus durchaus wieder relativ viel Energie zurückgewinnen. Ist ein bisschen wie beim Formel-1-Game. Energierückgewinnungssystem. Die Aerodynamik. So, 25:11. Im mittleren Abschnitt waren wir, glaube ich, immer sehr, sehr schnell und am hinten raus dann aber viel Zeit verloren. Ich gehe hier mal ein bisschen runter. Es sind noch 26 Kilometer. Es geht hier eh gerade bergab. Da müssen wir nicht so ballern. Da holen wir uns auch den roten Balken wieder ein bisschen zurück. Dann hier vorne, wie scharf ist die Kurve? Wow, wow, wow. Boah, shit. Auch wieder nicht gut. Immer schwer abzuschätzen. Und hier muss man sehr, sehr häufig aus der Aerodynamik rausgehen. Was ja cool ist, es soll ja auch schwierig sein, aber es ärgert einen halt trotzdem immer wieder, wenn man es dann vermasselt hat. So, wir müssen auf den blauen Balken achten. Aerodynamik würde ich eigentlich erst so ab mindestens 4,5% oder so machen, weil ansonsten verliert man echt viel Zeit. Und hinten raus gibt es da noch genügend Möglichkeiten, das zu tun. So, zweite Zwischenzeit kommt bald. Jetzt ist der Parcours auch gerade mal etwas leichter. Wir sehen vorne niemanden. Wir schauen mal die zweite Zwischenzeit. Gunner momentan da noch vorne, aber ich glaube Roglic und Pogacar waren da noch nicht. Jetzt ist Roglic mit der 24:02 da durch. Hammer. Das werden wir im Leben nicht schaffen. Da ist die Kilometermarke. Ja, so schlecht sind wir gar nicht am Start. Ich glaube aber, das war immer das Problem, dass wir hier ein bisschen zu schnell waren. Also wir fahren eine deutliche Bestzeit. Viel zu schnelle Bestzeit. Wie schaut es hier aus? Hier bleiben wir mal so unterwegs. Alter Schwede. Also der Parcours ist echt sehr, sehr kompliziert. Nehmen wir ein bisschen Tempo raus. Also wir sind, glaube ich, ein bisschen zu schnell hier rangegangen. 37:04, sind noch 16 Kilometer und der blaue Balken sieht bei uns nicht mehr so nice aus. Da müssen wir jetzt bald mal irgendwo die Aerodynamik finden. Aber bislang haben wir noch keinen groben Fahrfehler drin gehabt. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser letzten Abfahrt, bevor es dann in den Schlussanstieg reingeht. Das könnte kriminell werden. So, keine Ahnung, was da auf der Straße stand. Ich habe es wirklich nicht verstanden. So, jetzt geht es nochmal ein bisschen bergauf.
Aber vorne gibt es dann gleich die Möglichkeit, auch mal abzufahren. So, ich glaube, die Schikane ist nicht ganz so schlimm, denkst du? Gleich wieder ein bisschen Tempo raus, aber wir sind hier mit schönem Schwung reingefahren. Das kriegen wir alles easy peasy hin. Wenn wir hier oben sind, dann sollte es vielleicht gleich mal die Möglichkeit geben, in der Aerodynamik zu regenerieren. Wie viele Tours? Ich mach's jetzt einfach mal. So, 37,04, das nächste Spielziel. Mann, 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 jetzt bin ich aber echt nervös. Also wir verlieren hier jetzt gerade ein bisschen Zeit, aber das brauchen wir auch. 37,04, da haben wir jetzt richtig Zeit verloren auf die Konkurrenz. Das ist in Ordnung. Ein bisschen kalkuliert natürlich auch. Und hier heißt es jetzt lange in der Aerodynamik bleiben. Bleiben noch ein bisschen. Und jetzt müssen wir raus. Ah, shit. Das war beim letzten Mal schon so. Das war beim letzten Mal schon so, dass wir da ein bisschen hängen geblieben sind. Verdammt. Also 47,07 das Spielziel. Gleich gibt es dann nochmal eine minimale Abfahrt. Hier ist es zu steil für die Zeitverhaltung. Deswegen ballern wir hier mal durch. Vorne das gelbe Trikot. Im Ziel 46,33 von Wout van Aert. Und jetzt gibt es hier nochmal diese Abfahrt, die wirklich kompliziert und schwer ist. Und vorne dann diese eine Kurve da reinzubremsen, das wird richtig schwer. Weil man das immer unterschätzt. So, okay, das haben wir diesmal ganz ordentlich gemacht. Und jetzt können wir hier reinballern. Fast doch wieder ein bisschen zu viel blauen Balken, aber man fährt halt auch den blauen Balken so zurück. So, 47,07. Letzter Kilometer und es bleibt steil. Schauen, dass wir den roten Balken noch mitnehmen. So, 700 Meter sind es noch. Ja, sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Dann schauen wir, was da drin ist. Also wir holen uns hier auf keinen Fall den Etappensieg. Ich sag ja, Pogacar und Roglic sind auf dem Parcours so enorm stark. Wir verlieren eine Minute auf beide. Da war natürlich auch der ein oder andere Fehler bei mir drin. Ich war jetzt auch richtig nervös. Kein optimales Zeitfahren, aber Pogacar und Roglic, wie gesagt, so unfassbar gut auf dem Parcours. Das haben wir eigentlich alles ganz ordentlich gemacht. Also irgendwo zwischendrin habe ich den Rhythmus verloren. Das war nicht so gut. Aber ich habe auch mit Geraint Thomas hier eigentlich ein ganz gutes Zeitfahren hingelegt, dachte ich damals. Und trotzdem wurde ich von, ich glaube, von Pogacar fast überholt oder von Roglic, ich weiß es nicht mehr genau. Also das war dann auch eine völlige Katastrophe. Aber wir sehen es positiv. Wir holen uns den Tour de France-Sieg, auch wenn wir jetzt nicht alles gewonnen haben, aber das ist ja auch gut. Jetzt noch ein bisschen mehr Spannung drin gewesen wäre, dann wäre es natürlich geiler gewesen. Aber letztes Jahr war es auf Schwierigkeitsgrad 3 tatsächlich ein bisschen knapper, natürlich auch mit einem schwächeren Ulle. 59 Sekunden verlieren wir auf Pogacar, Roglic 3 Sekunden dahinter, das war irgendwie auch zu erwarten. In der Gesamtwertung macht das nichts mehr aus, fast 4 Minuten Vorsprung vor Pogacar. In der Bergwertung, ist sogar nochmal knapp geworden. Esteban Chavez mit 103 Punkten da vorne. Dann Ulle mit 378 im grünen Trikot. Nachwuchsfahrerwertung holen wir uns. Und in der Teamwertung ist es der 4. Platz. Pro Cycling Einzelwertung, da müssen wir überall nicht mehr drüber reden. Jetzt geht es noch auf die Champs-Élysées. Es gibt den letzten Sprint mit Ulle und das fehlt uns ja noch. Der Etappensieg auf der Champs-Élysées.
Das haben wir bislang in noch keinem Jahr geschafft. So, der Abschied des Jan Ullrich steht an. Wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, bis auf dieses Trikot da. Vielleicht machen wir da doch noch eine kleine Folge, nochmal zusätzlich, dass wir das Weltmeistertrikot vielleicht holen. Kommt auf die Tagesform an. Also vorne sehen wir den Eiffelturm, es geht auf die Champs-Élysées. Ulle, wie gesagt, ganz klein angefangen. Hat super Spaß gemacht am Anfang, immer in den Ausreißergruppen, dann die Bergwertung der vierten Kategorie gegen Greg van Avermaet und so weiter zu gewinnen. Wer war sonst immer noch mit dabei? Taco van der Hoorn war immer mit in den Ausreißergruppen. Die sind mir so auf den Sack gegangen, die Jungs. Wir holen uns mal Mikel Landa an die Seite. Also da haben wir uns unsere Sporen verdient. Nach und nach sind wir besser geworden. Dann so Etappensiege in der World Tour. Das war auch ziemlich geil bei Paris-Nizza als Ausreißer. Und dann auch bei der Dauphiné mit Etappensiegen. Den Bergwert langsam verbessert. Wer war das da gerade, der schon wieder diese etwas grenzwertige Handbewegung gemacht hat? Also, nach und nach haben wir uns hier verbessert. Das ist jetzt auch schon, ich weiß gar nicht mehr, wann die erste Folge kam. Irgendwann im Juni müsste das gewesen sein. Mitte Juni sind wir hier reingestartet. Da saß ich dann in Frankfurt, glaube ich, auf der Baustelle bei meinem Papa in der Wohnung. Und einige Folgen kamen dann auch noch von hier, weil ich ja dann noch mal eine Woche hier in Frankfurt, in München war, um hier ein paar Dinge für meinen Papa zu erledigen. Eben die neue Wohnung und so weiter zu suchen. Also das ist für mich irgendwie auch eine sehr emotionale Zeit, weil mein Vater dann auch jetzt während dieses sehr erfolgreichen Let's Plays dann mit nach München gezogen ist. Da freue ich mich sehr drüber. Hab ja eben schon gesagt, gehe nachher auch Bundesliga gucken bei ihm. Da hoffen wir mal, dass die Schalker die 3 Punkte endlich mal holen. Wäre wichtig fürs Selbstvertrauen. Und ja, also, das war so ein bisschen wieder das Let's Play. Ich vergleiche das immer mit Team Bike Aid. Als damals Corona kam, habe ich ja gedacht, okay, komm, ich sollte vielleicht wieder anfangen, regelmäßig Videos zu machen. Das war dann eben so, ich glaube, im März 2020 war das Ganze. März, April. Da habe ich wieder angefangen mit Pro Cycling Manager Videos. Dann irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, hey, man könnte doch mal eine Karriere machen, also wirklich eine normale Karriere im Pro Cycling Manager mit Team Bike Aid, das deutsche Team, was sich ja auch sehr auf den afrikanischen Radsport fokussiert. Und das ist so erfolgreich und gut gelaufen, dass wir dann relativ schnell die 1000 Abonnenten auch geknackt hatten. Und jetzt waren wir ja seit Bike Aid mit Legion of Los Angeles zum Beispiel am Start, auch so ein Team, was sehr auf Inklusion aus ist und versucht den Radsport eben auch noch breiter zu gestalten, als er ja ohnehin schon ist. Und dann habe ich einfach gedacht, ach komm, Tour de France Game, ich sollte mich da endlich mal reinfuchsen. Es gibt ja doch eine große Fangemeinde hier von dem Game. Und es war mehr oder weniger so ein bisschen aus Ideenlosigkeit, dass ich gedacht habe, hey, 25 Jahre Tour de France Jubiläum mit Jan Ullrich, dann wäre es doch cool, wenn wir hier einfach mal den Pro-Kapitän-Modus machen. Und dass das dann so völlig durch die Decke geht, also für mich völlig durch die Decke, dass man dann an einem Tag 3000 Aufrufe hat, da kann ich wieder mal nur Danke sagen. Und es freut mich natürlich, dass jetzt auch so viele da geblieben sind. Man sieht es ja auch in den Statistiken, auch jetzt Farthest Frontier schauen sich viele an und vor allem auch den F1-Manager schauen momentan viele, auch wenn ich da noch viel zu lernen habe. Wie gesagt, ich vergleiche das immer ganz gern hier mit der ersten Saison von Ulle. Da haben wir auch vieles falsch gemacht und F1-Manager, cooles Spiel, sehr, sehr geiles Spiel. Die Rennen machen richtig Bock, der Strategie-Part drumherum, der darf gerne dann doch noch ein bisschen ausführlicher werden. Wird, denke ich mal, aber auch in den kommenden Ausgaben so passieren. Ich weiß nicht, ob da jetzt aktuell am 22er noch weiterentwickelt wird, aber da freue ich mich, wenn eben auch einige mit rüberkommen. Ansonsten haben wir die African Cycling Academy, die wir so ein bisschen nach dem Vorbild von Team Bike Aid natürlich gestaltet haben. Wir scouten da nur afrikanische Talente und holen uns keine Spitzenfahrer ran, sondern versuchen die eben selber auszubilden. Tennis Manager habe ich erstmal ein bisschen auf Eis gelegt. Muss ich sagen, ist mir momentan sonst zu viel. Also F1 Manager, hier das Tour de France Game, das sind so die beiden, die auch am meisten Zuschauer haben. Deswegen würde ich da ein bisschen den Fokus drauf legen und Pro Cycling Manager kommt natürlich parallel, aber Tennis Manager, die zweite Saison, die würde ich dann irgendwann mal starten, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Und bei mir ist es ja so, ab 1.9. startet jetzt mein neuer Job, weswegen ich dann sowieso auch ein bisschen weniger Zeit haben werde, um Videos aufzunehmen. Also es kann schon sein, dass dann auch zum Teil nur ein Video am Tag kommt, was dann eigentlich auch der Plan ist, weil ich dann meistens wahrscheinlich nach der Arbeit zu müde bin, um aufzunehmen und das Ganze dann am Wochenende einfach schon voraufnehmen müsste. Also da einfach ein bisschen Verständnis haben, wenn ich nicht jeden Wunsch erfüllen kann mit den Videos.
Aber Legendentour wird auf jeden Fall kommen. Ob die dann täglich kommt oder alle 2 Tage, das weiß ich nicht. Kann sein, dass es abwechselnd mit dem F1-Manager kommt. Und wie gesagt, es wird auf jeden Fall ordentlich Content da sein. Und nochmal auf das Let's Play hier zurückzukommen. Das war so der nächste Booster für den Kanal. Und vor allem auch der Booster dafür, dass ich jetzt ab 1.9. auch im Alliance Network bin. Sagt wahrscheinlich einigen was. Habe ich jetzt nur auf dem Discord bislang verkündet. Aber bin ab 1.9. auch Mitglied des Alliance Networks. Da sind, ich weiß nicht, einige von euch kennen vielleicht ja Nick Frey. Der ist da seit Jahren Mitglied beim Alliance Network. Die Pizmeets sind bei Alliance. Da gibt es viele. Nino Taku ist, glaube ich, mal aus GameStar eigentlich heraus entstanden. Und vielleicht gibt es ja darüber, über die Kombination oder über die Verbindung mit Alliance ja auch noch ein paar Kooperationen demnächst. Also da bin ich gespannt und auch sehr offen für alles, während wir hier mal wieder die Champs-Élysées entlang rödeln. Vorne Lutsenko, der da den Vinokurov macht. Vinokurov natürlich auch bei unserer Legendentour bei Astana mit am Start. Wir lassen keinen ausgewiesenen Doper raus aus unserer Legendentour, aber sonst würde es halt auch eng werden. Ich meine, auch ein Eddy Merckx dürfte dann nicht mitfahren. Dann hätten wir echt Probleme. Und wer weiß, was über die jetzige Generation in 20 Jahren gesagt wird. Mikkel. Dankeschön. Wer weiß, was es dann für Tests gibt, was dann alles nachgewiesen werden kann. Ich will, wie gesagt, gar nicht immer über Doping reden. Das fällt einem schwer, gerade wenn man die Legenden auspackt und weiß, dass es alles absolute Doper waren. Ich meine, Marco Pantani, ich glaube, der hat nicht nur radsportmäßig gedopt, sondern der hat sich auch andere Drogen reingepfeffert, weil er davon einfach abhängig war. Aber Marco Pantani, einfach so ein Fahrer, den man geliebt hat. Der wurde abgehängt, ist zur Gruppe wieder hingefahren und hat sich gedacht, wisst ihr was, Jungs, ich fahre einfach direkt dran vorbei. Das sind so Fahrer, die fehlen manchmal heute ein bisschen. Das Verrückte. Ich glaube, Rob hat ja auch geschrieben, Iban Mayo müsste noch rein. Einer aus dem baskischen Team damals. Das waren einfach richtig coole Fahrer. Nicht, dass die Fahrer heute nicht auch cool sind. Also ein Wout van Aert und ein Mathieu van der Poel, sage ich ja häufiger, die feiere ich dermaßen, weil sie einfach so ein Gamechanger sind. Gerade auch bei den Klassikern und auch bei anderen Rennen. Ich meine, Wout van Aert geht dann einfach mal 160 Kilometer bei einer Tour de France-Etappe in die Ausreißergruppe, wo man normalerweise sagt, Junge, du hast doch das gelbe Trikot. Kontrollier doch den Scheiß, du kannst doch auch ganz gut mitsprinten. Versuch's doch einfach. Aber nein, er will irgendwie alles immer spannend und interessant machen. Und das macht eben den ganzen Radsport interessanter. Und ist natürlich auch für junge Generationen dann auch die Möglichkeit zu lernen, dass man nicht diese eingefahrenen Taktiken haben muss. Was eben so in den 90er, 2000er Jahren ja häufiger mal war. Gerade auch wenn du so mega dominante Teams hast, wie das US Postal Team. Und auch so einen dominanten Fahrer wie Lance Armstrong, der dann ja auch sagt, nee, 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 also dich mag ich nicht. Es gab diesen einen Italiener, der mal in die Ausreißergruppe gegangen ist, der aber wohl ein negatives Interview über Lance Armstrong gegeben hat. Und dann hat Lance Armstrong sein US Postal Team hinterherfahren lassen, einfach nur um den Fahrer zurückzuholen. Beziehungsweise er hat der Gruppe vorne signalisiert, wenn der vorne mit dabei ist, dann holen wir dich zurück. Dann holen wir euch zurück. Und das ist halt so so ein Patron mehr oder weniger, also wie der Pate einfach im Feld. Das hat dem Radsport damals nicht so gut getan. Auch wenn es natürlich eine geile Zeit war, aber vielleicht sieht man das auch durch die Magenta-Brille von Jan Ullrich. So, 2 Runden sind es noch. Ich nehme die letzte Etappe immer ganz gerne mal mit, um so ein bisschen durchzulabern, was mir gerade so einfällt. Und vielleicht regt das ja auch so ein bisschen zum Kommentare schreiben an. Ich weiß es nicht genau. Ihr könnt natürlich gerne Wünsche auch in die Kommentare droppen, was ihr gerne sehen wollt. Da bin ich offen für alles. Ich würde heute mal eine andere Taktik machen. Durch den Tunnel einfach schon mal durchballern, dann das rote Gel nehmen und dann den Sprint einfach mal von vorne machen. Was haben wir jetzt schon zu verlieren? Dann sind wir halt der erste Fahrer seit Alexander Vinokurov, der hier alleine ankommt auf der Champs-Élysées. Wäre doch auch ganz nett. So, gleich geht's auf die letzte Runde, dann bimmeln hier die Glocken und wir werden wahrscheinlich gleich weggedrängt. Hab's im Gefühl. Sind aber auch in keiner guten Position gerade. So, bin gespannt, wie die Sprinter hier gleich drauf sind. Da haben wir Tim Wellens,
Caleb Ewan mit der 166 hat die Karenzzeit geschafft. 151 Fahrer sind mit dabei. Astana hat wirklich die Meldung bekommen, wir müssen den Vinokurov machen, Jungs. Und wie gesagt, ich glaube, man kann sich hier vorne raus, stand, ich weiß gar nicht, wer es von euch geschrieben hat, hier kann man dann aus dem Sattel gehen und sich vielleicht eine kleine Lücke rausfahren. Dann einfach das rote Gel nehmen und den Sprint durchziehen. Sollte mit Ulle durchaus machbar sein. Wir probieren es dann gleich einfach mal. Blaue Gele müssen wir noch nicht nehmen. Letzte Runde steht gleich an. 12 Kilometer noch bei der Tour 2027. Für den immer noch 19-jährigen Ulle hat sich einfach fantastisch gehalten in den letzten 6 Jahren. So. Hier fährt Quickstep. Ich weiß nicht, für Cavendish, für Jakobsen, wahrscheinlich für Jakobsen. Tempo ist jetzt ein bisschen geringer. Und höre ich die Glocke? Leider nicht. Sehr, sehr schade. So, wo ist Mikkel? Da sind wir wieder. Wann ist Mikkel? Mikkel Honoré. Die ziehen es jetzt einfach durch, die Quickstep-Jungs. Wollte jetzt nicht ganz so weit vorne fahren. Wir holen uns nochmal Wout van Aert an die Seite, der ja seinen Etappensieg geholt hat. Deswegen darf Ulle heute auch selbstständig fahren. Alexander Vlasov versucht jetzt noch, das gelbe Trikot anzugreifen. Wahrscheinlich sprintet Buchmann hier gleich los, aber den haben wir auch gar nicht gesehen hier im Let's Play. Jo, tschüss Remi, ne? Fahr mal los. Ist mir wurscht. So, wo ist Wout? So, Remi Cavagna hat Feierabend, wie es ausschaut. Wilco Keldermann fährt hier vorne hin. Der ist relativ weit hinten. Der wird uns wahrscheinlich da nichts mehr bringen. So, Vlasov fährt jetzt nochmal Tempo. Sam Bennett wahrscheinlich mit dabei. Für Bora. Habe hier gar nicht so auf die Konkurrenz geachtet. Mit der 57, das könnte Sam Bennett sein. Auch von der Statur her sieht das eher nach Sprinter aus. Da ist jetzt auch Wout. So, mal schauen, Wout, fährst du da nochmal hin? Nehmen wir nochmal die blauen Gele. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch wichtig. Okay, wir nehmen da vorne diese Doppelkurve. Ich nehme Wout van Aert dann doch mal wieder raus. Diese Doppelkurve, die nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen mit Schmackes. Dann können wir uns bestimmt eine kleine Lücke rausfahren. Acht, neun, zehn Sekunden. Jetzt nehmen wir mal das rote Gel. Kommen da hinten natürlich jetzt wieder näher. So, sind da auch irgendwie wieder dran. So, Van der Poel. Holen wir uns hier den Sieg. Jawohl, also. Weiß nicht, ob es so viel gebracht hat, da so früh zu attackieren, aber Ulle mit dem Sieg auf der Champs-Élysées, das ist doch ein guter Abschluss. Das kann man so lassen. Das kann man so lassen. Gute Tagesform war natürlich auch im Petto. Zum Glück nicht im Gru-Petto. Mörder-Gag. Schauen wir mal, Bennett kam dann noch, aber Ulle dann doch wieder der Stärkste, da wird auch gejubelt hinten bei unserem Team. Richtig schöner Abschluss. Ulle mit dem Etappensieg. Das gelbe Trikot auf der Champs-Élysées siegreich. Gab es, glaube ich, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Seit dem Zeitfahren wahrscheinlich nicht mehr. Der Kannibale. Und ist wie in der Mini-Playback-Show. Und
It's time for the best sprinter to receive the green jersey. Muss an meinem Timing noch arbeiten, wer ist das? So, müssen wir uns nicht alles anschauen. Die Trikots sind schön, wir sind unter den Legenden, das ist die Errungenschaft, die Steam mir gerade freigeschaltet hat. Wahnsinn. Aber dann können wir jetzt ja zum Legenden-Let's Play übergehen, wenn wir jetzt unter den Legenden sind. Vielleicht stehen wir dann ja irgendwann auch über den Legenden oder unter den Linden, man weiß es einfach nicht. So, es dauert ewig. Sam Bennett auf der 2, Mathieu van der Poel auf der 3. Ansonsten war von den Kollegen wenig zu sehen. Dann sind es 4 Minuten Vorsprung. Hier sind wir auf dem 3. Platz in der Bergwertung. Hätten wir sogar rein theoretisch noch drum kämpfen können. Schade. Punktewertung, Nachwuchsfahrerwertung, bla bla bla. Haben wir, glaube ich, schon die schönen Schlussworte gefunden. Ich möchte jetzt nicht mit bla 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 enden. So, wir holen uns nochmal plus 3, also Einzelzeitfahren gewinnen. Zeitfahren von mehr als 20 Kilometer gewinnen bedeutet, wir dürfen beim Legenden-Game Ulle noch auf Zeitfahren 78 und Prolog 77 machen. Bergetappen gewinnen sind wir bei 5 von 5. Gepunktetes Trikot der Tour fehlt uns jetzt noch. Und ansonsten sind wir hier ziemlich durch. Natürlich könnte man Paris-Roubaix noch versuchen zu gewinnen, aber ich glaube, die Spannung ist da jetzt nicht mehr so richtig, richtig enorm. Ich klicke auf Fortsetzen, auch wenn es das jetzt war. Wie gesagt, ob ich die Weltmeisterschaften dann nochmal in einem gesonderten Video mache demnächst, das werden wir sehen. Ich versuche morgen zu starten mit der Legendentour. Ich muss schauen, die Datenbank liegt soweit bereit, dass wir dort reingehen können. Wir spielen dann die realistische Tour de France, wie wir sie jetzt auch hatten. So habe ich die Datenbank zumindest schon angelegt. Natürlich könnte man auch dann nochmal drüber nachdenken, sich so eine eigene Tour zusammenstellen mit richtig vielen Bergetappen. Das wäre auch noch eine weitere Möglichkeit. Also, mir bleibt wirklich nur zu sagen, von Herzen Dankeschön für alle, die hier über das Let's Play zum Kanal gekommen sind. An alle, die jetzt bleiben, an alle, die jetzt gehen, auch ein Dankeschön. Es geht ja weiter mit dem Tour de France Game, wahrscheinlich jetzt nicht den kompletten Winter durch, aber solange ihr Spaß dran habt und ich vor allem auch Spaß dran habe, geht es weiter und der Spaß, der ist definitiv da und ich habe mega Bock, jetzt Miguel Indurain, Eddy Merckx und Lance Armstrong dort kaputt zu fahren. Wir gehen mal ganz kurz in den Editor rein und schauen uns das mal an. Ich glaube, bei den Einstufungen ist es am besten zu sehen. Wir können es mal gerade ganz kurz durchgehen. Also AG Désert hat Toni Rominger, hat dann, weiß gar nicht, Frank Schleck, glaube ich, bekommen. Ben O'Connor wird natürlich mit dabei sein. Jedes Team hat so ein paar Legenden bekommen. Fausto Coppi habe ich mal zu Bora Hansgrohe geschickt. Die sind dann mit einem sehr, sehr starken Bergteam mit dabei. Alpecin Phoenix hat nur Jens Vogt bekommen. Dafür sind die aber mit Mathieu van der Poel auch noch ganz gut mit am Start. Jay Vine jetzt mit Etappensieg bei der Vuelta ganz stark. Bahrain Victorious hat Oscar Freire bekommen. Mikel Landa dort mit dabei. Da könnte man auch noch drüber nachdenken. Also ihr könnt gerne nochmal in die Kommentare schreiben, welche Fahrer ihr denn gerne noch bei welchem Team sehen wollt. Das wäre natürlich noch ganz interessant. Gino Bartali geht zu Team Akea Samsic, dann an der Seite von Nairo Quintana. Bei Bike Exchange, da tummeln sich natürlich die Australier mit Stuart O'Grady und Cadel Evans. Bei Astana haben wir schon drüber gesprochen. Vinokurov verstärkt das Team. Ich habe das jetzt mal bei den Fahrern so gelassen, wie es in den Legenden mit dabei steht. Bei den Fahrern, die ich hinzugefügt habe, ohne dass sie im Legendenteam sind, habe ich so Pi mal Daumen einfach. Ja, so wie ich die Fahrer eingeschätzt hätte. So, Bingol ist nicht mit am Start, genauso wie B&B und Cara Rural. Cofidis mit Laurent Fignon, das wird auch interessant. Dann haben wir die Ineos Grenadiers mit Lance Armstrong, Egan Bernal, Carapaz, Geraint Thomas. Das ist quasi schon ein Dreamteam in sich. Lance Armstrong dort vorneweg, einfach mal mit dem Bild von Magnus Sheffield. Macht ja nichts. Dann das Dreamteam, das wird mit Eddy Merckx, Anke Thiel und so weiter an den Start gehen. Die Startliste, die ich da zusammen erstellt habe. Da sind natürlich einige Fahrer, die hier jetzt drin stehen, nicht mit dabei. Sonst hätten wir ja Doppelung. So, Intermarché kriegt Tom Boonen und Marco Pantani. Warum Marco Pantani? Weil ja auch ein paar Italiener hier bei Intermarché mit dabei sind und das so ein bisschen aussieht wie dieses alte Mercatone Uno-Trikot. Deswegen geht Marco Pantani zu Intermarché. Israel Premier Tech bekommt Laurent Jalabert. Und haben ja generell auch schon ein paar andere ganz nette Fahrer mit dabei. Education First bekommt Sean Kelly und Robbie McEwen. Auch ganz spannend. Eolo Cometa bekommt natürlich Contador. Ganz klar, der auch hier in den Jungbrunnen gefallen ist. Und Cipollini wird für das Eolo Cometa Team am Start sein. Jumbo,
bleibt Jumbo. Da ist Vingegaard jetzt der stärkste Fahrer. Roglic nur noch der zweitbeste. Groupama bekommt Bernard Hinault. Das wird auch interessant werden. Dann an der Seite von Godu, Pinot, Storer, Reichenbach und Walter. Richtig gutes Bergteam. André Greipel geht zurück zu Lotto Soudal. Mit Caleb Ewan an der Seite wird das sicherlich im Sprint ein starkes Team sein. Movistar bekommt Miguel Indurain, Abraham Olano. Das wird cool. Dann Enric Mas, der wie gesagt bei der Vuelta gerade stark ist. An der Seite Trek Segafredo bekommt eben Cancellara und ich glaube, das ist Andy Schleck. Schauen wir mal, wenn er im Zeitfahren super miserabel ist, dann ist es Andy Schleck. Jo, 62. Dann das Team UAE bleibt wie es war. Da will ich Tadej Pogacar auf jeden Fall als Kapitän haben. Da gibt es keine zwei Meinungen. Julien Alaphilippe bleibt der stärkste Fahrer von Quickstep. Da ist allerdings Richard Virenque jetzt mit am Start. Bei Team DSM ist Erik Zabel mit dabei. Bei Uno X ist Thor Hüsoft mit am Start. Das Team Telekom, wie gesagt, ich kann die Nation nicht ändern. Wenn jetzt einer sagt, du kannst die deutsche Fahne gar nicht. Ich weiß, dass das die belgische ist. Ich kann aber die Nation nicht ändern und wir müssen mal schauen. Vielleicht hat dort, wie gesagt, jemand eine Lösung gefunden, wie man das Ganze modden kann. Da müsste ich, wie gesagt, nochmal auf den Kommentar antworten. Also hier gerne einfach nochmal Fahrer und Teamzuweisung in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das in den Tagen auch noch mitmachen. Auch gerne irgendwie so die Primärwerte, wo ihr sagt, okay, der sollte bitte die 82 da haben, die 84 dort und so weiter. Dann kann ich das noch mit einfügen und dann wird es entweder morgen oder übermorgen losgehen mit unserer Legendentour. Also, das war's mit Jan Ullrich, mit dem Pro-Kapitän-Modus. Wir sind Erster geworden. Das hat richtig Laune gemacht. Ich sage nochmal Dankeschön und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe dann schon mit der Legendentour oder eben auch mit dem F1-Manager. Also, danke und bis zum nächsten Mal.